Und damit geht's auch schon wieder los mit Star Wars The Old Republic. Heute mal der Flashpoint Blutjagd, aber obwohl das hier schon eine vollständige Gruppe ist, heute nur Veteranen, leider. Ich würde sagen, wir lassen dem Tank die Ehre vorzugehen, wenn er da mal kommt. Na? Fangen wir direkt mal ein bisschen stärker an. Und gehen direkt mal an die hier, die etwas stärkeren Heals. Neue Bubbles für alle. Mich würde bei diesem Boss immer noch gerne wirklich mal ernsthaft interessieren, was da alles für Tiere und so drinne verschmolzen sein sollen. So. So. Und das war der erste Streich. Ah, falsche Taste. Komm, nehmen wir den auch mal kurz mit hinzu. Passiert jetzt hier die nächsten paar Schritte erstmal nichts. Dark Side Points, ja, geht eigentlich. Inside. Don't know what you're doing in our compound. But since you're here, let's see what you're made of. Und da haben wir auch schon die ersten, die sich freiwillig einen Tunnel gesucht haben. Gleich zu zweit. Wow. Ist das alles ein und dieselbe Gilde? Ja, aber warum lauft ihr dann nicht Master? Naja, egal, jedem das seine. Wir gucken jetzt erstmal hier. Ach ja, die kleinen süßen Raptoren. Ein, zwei kleine Spritzchen und dann darf der nächste Mob hier auflaufen.
Das haben wir auch erledigt. Dann müsste jetzt fünfter Mob. Der Endboss irgendwo auflaufen. Genau da ist er ja. Und jetzt dürfen wir doch mal ein bisschen heilen, ja. Auch mal schön. Eins, zwei, drei. Kriegst du noch deine Bubble. Und dann steht ihr doch alle wieder. Was nehmen wir als erstes? Den leichten oder den leichten? Ja, darfst du ruhig eine Sonne nehmen. Vielleicht bleibt die ja bis zur nächsten Tür. Und verschwindet nicht sofort. Boah, selbst die in der Zukunft leben nachhaltig. Hier lang. Wo will der Kleine hin? Wegkommen. Ah, natürlich, jetzt geht's. Alles kein Problem. Nicht mich schlagen, ich bin nur der Heiler. Oh fuck, leider nicht erwischt. So, und weiter im Text. Fehlt ja nur noch einer. Den kriegen wir auch noch. Hey, I was almost up to Mando standard. Die Frage, kommt die Nummer mit den Eiern oder mit dem Tiger? Ach, das sind ja gar keine Tiger, das sieht ja nur so ein bisschen aus. Brave Miezekatze. Und liegen bleiben. Zugegeben, bis auf den Tank sind wir alles Fernkämpfer. Aber hier ist ja natürlich noch eine zweite Brücke. Du gehst dahin, du dahin. Und dann sieht das alles auch wieder viel schöner aus. So, jeder 100%. Jetzt gebe ich wieder eine Runde Bubbeln aus. Boah, ich vergesse das immer. Beziehungsweise so häufig.
Dann zurück in die Arena. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Habe ich da eigentlich auch diesen? Nee, da habe ich eine andere Kombi drin. Ich erinnere mich. Ah, ein bisschen was hat's gebracht. Dann bleiben wir stehen. But you're in the arena now. Meet Joss and Volk. Husband and wife. Tough as Durasteel, undefeated and still eager to prove themselves. Nee, so rum müssten wir. Wer braucht neue Bubblen? Die beiden. Wie sieht's aus mit meinem Stim? Den kann ich auch mal neu reinjagen. Nee, zuerst kommt der Joss. Hauen wir auch mal ein bisschen drauf. Haut er ab? Na, den kriegen wir hin. Kein Grund zur Sorge, kriegen wir hin. Fall erledigt. Dann ein wenig Agro Reduce. Ich will schon immer mal wissen, ob ich die Voids mit dem Reflect zurückschicken kann. Ich glaube, das war eine Teilzeit, ja. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Hitze abbauen und ich weiß auch schon, wie ich das mache. Schießen wir mal die Kleinen ein bisschen auf die drauf. Na, war natürlich genau auf die falschen. Oder dass die ganze Zeit sagt, ich kenne nur einen Java, der kämpfen kann, und das ist Blitz. Blitz. Blitz, wie auch immer das man das jetzt genau ausspricht. Ich nenne ihn immer Blitz. Dann komme ich jetzt vielleicht doch mal ans Heilen. Also man merkt schon, die beiden sind verheiratet, sie streiten fleißig. Na, 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 hier wird nicht gestorben. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ah, hör auf mich zu schlagen. Das hätte ich noch geschafft und jetzt holt er die Koltos. Ich werde nicht mehr. Ich nehme nur die Dots und heile den. Jetzt haben wir hier gleich einen Kämpfer weniger.
Geben wir den beiden die Colto-Rakete, dem das. Dann packen wir das hier hin. Habe ich mich selber? Ja, das ist gut. Tada, in der Ruhe liegt die Kraft. Oh, warte, ich habe den Titel Leader. Moment, oh. Joran the Leader. Das muss sein. Den Dialog überspringen wir. Komm, danke. Überspring den Dialog, der ist uninteressant. Wie lange geht der noch? Eine Stunde. Darf ich heute auch mal hier auch mal ein bisschen heilen? Wow! Und da macht sie den Grill an. Na? Nicht in der Glut stehen. Den da mal da raus. Ich stelle mir jetzt gerade eine ernsthafte Frage, auf die ich in wenigen Sekunden eine Antwort kriegen werde. Ha! Ja, die bleiben natürlich prompt stehen. Ist okay. Aber trotzdem danke, dass ihr mir auch mal was zu tun gibt. Wenn sie jetzt natürlich umgefallen, wäre ich wieder schuld. Es war so unnötig auf die Colto. Wow. So, gerade ein paar Probleme gehabt, behoben.
Und dann schauen wir mal, was wir weiter so auf der Karte haben. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ach komm, der geht doch da eh nicht raus. Hä, wo kommt denn die ganze Hitze auf einmal her? So, geht doch. Ein bisschen Dampf abgelassen und schon ist wieder kühl. Komm, erschießen wir sie einfach. Überlassen wir nicht mehr dem Zufall. So, und ta-ta-da-da. Whistler liegt am Boden. Dann einmal noch das Banner holen, um zu zeigen, hey, wir haben die besiegt. We aren't done. I still get to kill you and claim your... Take it easy, Champion. So, we have... So. Genug getötet. Du hilfst uns einfach. So, dann einmal noch einsacken und dann war's das auch für heute wieder. Ein schöner, netter, kleiner, entspannter Try. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.